Und heute sind keine Neuigkeiten gute Neuigkeiten, zumindest hier in diesem Video. Und damit willkommen bei Me AppleCat, Freunde. Heute stelle ich euch nämlich den Tweak vor mit dem schönen Namen No News is Good News. Der Tweak ist kostenlos erhältlich in der Big Boss Repo und wurde von Ryan Partridge programmiert. So, und was macht nun dieser Tweak? Das zeige ich euch mal kurz. Ich gehe mal hier in meine Fotoaufnahmen. Nach der Installation müsst ihr nichts einstellen, nichts konfigurieren. So sah mein Springboard vor der Installation des Tweaks aus. Ihr seht vielleicht, hier unten ist der Zeitungskiosk und wie ihr wisst, ist das eine von Apple vorinstallierte App und kann nicht gelöscht werden. Die App könnt ihr einfach nicht löschen, was man normalerweise macht, wenn man sie so viel nutzt wie ich, nämlich nahezu überhaupt gar nicht, packt man sie in irgendeinen Ordner. Bei mir hier ist das dieser unnötige Ordner, wo ich alles reinpacke, was ich wirklich nicht brauche. Und ja, da liegt sie dann halt eben. Aber es gibt auch eine bessere Möglichkeit, denn mit diesem Tweak kann man einfach den Zeitungskiosk entfernen. Denn so sieht das Ganze dann hinterher aus. Der ist einfach verschwunden und von der Bildfläche abgetaucht und nicht mehr auffindbar. Und ihr seht auch, wenn ich jetzt hier in die Spotlight-Suche mal gehe und ich suche nach dem Zeitungskiosk, dann ist auch dort nichts mehr zu finden. Das heißt, der Tweak ist tatsächlich völlig entfernt, wie es aussieht. Und somit haben wir ein unnötiges App-Icon auf unserem Springboard weniger. Und das ist doch immer mal eine gute Sache. Wie gesagt, eine interessante Sache für alle die, die unglaublich viel den Zeitungskiosk nutzen, wie auch ich, dann schmeißt das Ding einfach von eurem iDevice runter. Und das wäre es dann gewesen, Leute. Das ist dieser Tweak. No News is Good News. Kostenlos erhältlich in der Big Boss Repo. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal hier bei Me AppleCat. Tschüss. Okay, Leute, ihr wisst, wie es läuft. Schaut mir jetzt ganz tief in die Augen. Ihr wollt alles wissen über Apple iPhone, iPad und Co., die besten Jailbreak-Tweaks, nützliche Tipps, Technik, Spiele und noch mehr? Dann geht jetzt zu YouTube und abonniert Me AppleCat. Die Katze hat gesprochen. Me AppleCat, nur bei YouTube. Viel Spaß dabei. Rau!